Es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. Heute habe ich endlich mal einen halben Tag frei. Und, was hast du an deinem freien Nachmittag vor, Sam? Ach, ich weiß mich schon zu beschäftigen, Penny. Ich will schon seit Ewigkeiten all die kleinen Dinge erledigen, die ich bisher immer aufgeschoben habe. So, keine lästigen Risse oder Hubbel mehr. Oh, das ist ja wirklich wundervoll. Sieh doch nur, Norman, glatt wie ein Babypopo. Nein! Oh! Das ist zwar schnell trocknender Zement, aber ein paar Minuten musst du schon warten. Oh, wie dumm von mir. So, und jetzt zu deiner kaputten Regenrinne, Dillis. Schnell trocknender Zement, ah. Da oben ist sie. Das Wasser tropft schon immer auf meine Kundschaft runter. Keine Sorge, Dillis. Das kriege ich schon hin. Oh, hallo Sam. Du hast wohl frei. Das muss auch mal sein. Es mag zwar Dienstschluss sein, aber ich habe heute noch jede Menge vor. Also, zuerst muss ich das Unkraut jäten. Dann muss ich noch Hemden bügeln. Und zu guter Letzt auch noch die Haustür streichen. Und was kann ich für dich tun? Verkaufst du eigentlich auch Pinsel, Dillis? Ich habe die besten Pinsel in ganz Pontypandy. Komm doch mit rein. Was tun Sie denn da, Sir? Das ist ein alter Feuerwehrmann-Trick, Quidlington. Aber so alt sind Sie doch noch gar nicht. Ich meine ja auch, dass dieser Trick alt ist. Er stammt von einem meiner Vorgänger. Weht der Wind von Westen her, dann heißt's Alarm für die Feuerwehr. Und wenn ein Sturm zu toben droht, dann hilft die Feuerwehr dir aus der Not. Hey, das klingt ja fast wie ein Lied. Weht der Wind vom Westen her, dann heißt's Alarm für die Feuerwehr. Quidlington! Es ist schon schlimm genug, dass Sam heute frei hat. Der Rest von uns muss also doppelte Arbeit leisten und auf einen ereignisreichen Tag vorbereitet sein. Ja, Sir. Hauptfeuerwehrmann Steel. Ich glaube, der hier ist genau richtig, Dillis. Oh, eine sehr gute Wahl. Weiter. Sagtest du vorhin nicht, dass du auch noch Hemden bügeln musst? Ja, das stimmt. Also, ich habe da was ganz Neues reinbekommen. Und zwar ein wirklich fantastisches Bügelspray. Es duftet nach Sommerwiese. Pass mal auf. Ach, was für ein herrlicher Duft. Riechst du das, Sam? Hi, Sarah. Wenn du mal was richtig Cooles sehen willst, dann musst du mit um die Ecke kommen. Na gut. Na dann komm. Warte, erstmal muss ich Butler irgendwo festbinden. Ist ja nur ganz kurz. Das ist Mike. Klingt, als wäre er in Schwierigkeiten. Verflixter Funkenflug. Hilfe! Holt mich hier runter! Ganz ruhig, Mike. Ich muss nur die Leiter holen. Warte, ich halte ihn fest, Sam. Gut gemacht, Trevor. Ich kann mich nicht mehr lange halten. Mike, oh, geht's dir auch gut? Ja, alles klar. Mir geht's gut. Dank Sam hier. Da hast du aber Glück gehabt. Hast du die Regenrinne denn nun repariert? Und? Wie findest du das? Ist das alles? Oh nein, das ist längst nicht alles, Sarah. Mike braucht jetzt eine schöne Tasse heißen, süßen Tee.
Wenn Sie schon mal dabei sind, nehme ich auch einen, Dillis. Nanu! Oh nein! Ich habe die Handbremse nicht angezogen. Bleibt hier! Recht vielen Dank, Sam. Gut, dass du heute frei hast, denn sonst wärst du ja nicht da gewesen. Und jetzt? Tja, schau her. Oh je. Ach, was für eine Riesenaufregung. Aber ich muss jetzt weiter. Ja, ich habe auch noch so einiges zu erledigen, Mike. Hilfe! Ich stecke fest! Norman! Oh, noch ein Notfall. Hilfe! Mom, meine Füße stecken hier drin fest. Oh, Norman, was hast du da nun wieder angestellt? Das ist schnell trocknender Zement. Der ist schon nach ein paar Minuten fest. Keine Sorge, Norman. Das haben wir gleich. Norman Price, was hast du dir nur dabei gedacht? Entschuldige, Mom. Dabei will ich doch nur ein klein wenig Ruhe und Frieden. Das klingt nach einem Rauchmelder. Und das klang nach einer geplatzten Spraydose. Oh, mein Laden! Ich muss gleich die Feuerwehr anrufen. Halt! Man darf niemals ein brennendes Gebäude betreten, Dillis. Keine Sorge, Sam. Ich könnte sie auch von uns aus anrufen. Es geht ganz bestimmt schneller, wenn ich zur Feuerwache laufe und Hilfe hole. Beeil dich! Hallo, Feuerwehrmann Sam. Ich wollte gerade... Oh. Entschuldige, James. Ein Notfall. Ich bringe sie wieder zurück. Wow! Ich verstehe das einfach nicht. Ich dachte, dass wir heute alle Hände voll zu tun hätten. Meiner Treu, was für eine außergewöhnliche Freizeitbeschäftigung für einen Feuerwehrmann. Ich erklär's später. In Dillis Supermarkt ist ein Feuer ausgebrochen. Was? Ach, endlich gibt es was zu tun. Halt, ich habe die Feuerglocke nicht geläutet. Oh, auf so einem Ding wollte ich schon immer mal fahren. Da kommen sie. Und gleich zu dritt. Oh, was für ein Glück, dass du wieder da bist, Sam. Wow, seht euch nur den Rauch an. Irre. Aber das riecht ja wie Sommerwiese. Elvis, stell den Strom ab. Wird gemacht, Sam. Es ist nur zu schade, dass nicht jedes Feuer so gut riecht. Habe ich recht, Penny? Und, konntest du deine Arbeiten zu Hause erledigen, Sam? Nein, nein, eigentlich nicht so recht. Aber ich habe Mike vom Dach gerettet, ich habe einen fahrerlosen Bus gestoppt, ich habe Norman aus dem Zement gezogen, ich bin mit dem Skateboard auf die Feuerwache gefahren, um euch zu holen und habe geholfen, dieses Feuer zu löschen. Oh, dann ist das wohl der Grund, weshalb wir heute gar keinen Einsatz hatten, nicht wahr? Ja, denn Sam hat sich um alles gekümmert. Na, ihr kennt ja das Sprichwort. Ein richtig guter Feuerwehrmann ist immer im Dienst. Sam, wir haben uns da was überlegt. Da du uns an deinem freien Tag geholfen hast, würden wir jetzt gern dir helfen. Ich könnte deine Haustür streichen. Kein Problem. Und ich kann für dich bügeln. Und Norman hier kann dein Unkraut jäten, und zwar die nächsten 3 Monate. Ach, Mom. Das ist wirklich sehr nett. Ich danke euch vielmals. Feuerwehrmann Sam? Wann kriege ich denn eigentlich mein Skateboard wieder? Ach, dein Skateboard? Das habe ich ganz vergessen, James. Pass auf, ich fahre gleich zurück in die... Helft mir! Ich kann nicht anhalten! Hilfe! Wie gesagt, ein guter Feuerwehrmann ist immer im Dienst. Keine Sorge, Sir. Ich hole Sie da schon runter. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not.